Also angezeigt Oh, wirst du auf jetzt. der Karte. Ja, jetzt fange ich an zu fliegen. Hui. Da bist du. Da. Also ich habe ein komplettes Chinesen-Set. Ich Fehlt könnte noch immer das noch eine Gleis. neue Maus gebrauchen, Alter. Die ist so kacke. Die Abtastrate allein schon ist. Bah. Wie lange sagst du das eigentlich schon, Ja, Massi? schon einen Monat auf jeden Fall. Ja gut, der Mai, der war übel. Der war Machst du übel. schon fast so lange, wie ich da bin? Nein, nein, nein. Die ist ja erst vor 4 Wochen kaputt gegangen oder so. Oder 5 Wochen. Meine tolle Gaming-Maus. Das jüdische Ding. Ja, und Mai war ich, sagen wir mal, ich war knapp bei Kasse. Was ist denn hier los? Ach so. Was denn? Da hat sich. Also irgendwas stimmt ja mit der Grafik nicht. Da Hat Hasi die Grafik kaputt gemacht? passieren komische Dinge am Himmel. Ich würde mir Sorgen machen, Ja, ne? wenn komische Dinge am Himmel passieren. Moin. Oh, ich höre Gold. Das will ich aber nicht. Ich will Waffen. Und es ist auch Und wieder eine alte Waffe drin, die damals sehr OP war. Da ist sie. Ja, okay. Wenn du sagen willst. Es gibt auch die New Coca-Cola. Ehrlich? Geil. Ja, die ist sogar relativ stark. Das will ich Ist aber hoffen. episch. Die ist ein bisschen seltener. Okay. Ich hatte die auch, glaube ich, gerade mal viermal oder so. Aha. Ah, schon besser. Bisschen besser. Ja. Oh, coole Lackierung. Jo. So, eine gescheite Waffe könnte ich noch gebrauchen. Oh, was Ja, war ich das komme denn? hinterher. Das ist schon geil. Fall nur irgendwie fast so auch. Ja, Vor eine allem ist neue. sogar meine Blitzgitarre. Habe ich die überhaupt ausgerüstet? Ist eine neue Art der Luftgitarre. Da hat man eine Gitarre in der Hand, aber fliegt durch die Luft. So, hier. Lass mal einen Schluck trinken. Ja, die Zone hat nicht geladen, ne? Hast recht, Moritz. Maurice. Ihr Nee. Hammer. Hammer? Oh, Bloß ein Hammer? Coca-Cola. Zieh dir mal rein, du. Schön durch die Nase hier, warte. Nee. Warte, ich schüttel es auch. Ja. Geschüttelt, nicht gerührt. Cool. Ja, trink schnell, wir müssen gleich los. Hier, ich helfe an. Oh. Ja, und du solltest dich auch mal beeilen. Nitro-Fäuste. Ja, ich muss ein bisschen gucken, was gibt's denn hier alles das Jahr. Ja, weil du gleich im Sturm Alter. bist. Ach, das macht nichts. So, Ist noch ich ein bisschen komme prunkvoll. mal. Hui. Ja, es gab einen neuen Nvidia-Treiber und da die Nvidia Experience sich mal wieder gedacht, sie müsste hier eine Grafikeinstellung rumspielen. Gucken wir Also hier mal. ist Gegner. Ja, ne? Habe ich doch richtig gerochen. Ich hasse Ah, diese neuen abgehauen. Autos. Das ist auch noch ein Postauto. Postauto? Was haben sie hier für ein Nicht. Tor? Ist ein Speedtor. Speed klingt erstmal gut. Ui. Oh, cool. Ja, und jetzt kriegen wir noch ein Auto. Wow. Steigen Sie ein. I'm coming. Oh, warte hier. Ach, warte schon. Sieht Was? irgendwie. Cooles Ding. Monster Truck mäßig. Monster Truck Porsche. Mir gefällt das nicht. Ist nicht so hoch. Oh, es geht. Ja, der Turbo war aber für den Arsch. Wow.
Alter, da kannst du so, da kannst du sogar die Felsbrocken kaputt machen. Hier vorne ist ein Auto. Mhm. Halt drauf. Schießen. Ganz Feuer. Da. Vor uns. Ja, ja. Aua. Wo ist er? Ist ja interessant. Hä? Weg. Steig aus, jetzt. Hab ihn. Cool. Oh, ich wollte ihn gerade hinrichten mit meinen neuen. Oben? Ja, hier. Hab ihn. Oh. Beautiful. Schade, waren aber leider nicht die. Was machen denn die Nitro-Fäuste? Ja, das zum Beispiel, was ich gerade gemacht habe. Ah, oh, cool. Aber ich muss erstmal Geld ausgeben. Ah. Die Tankstelle ist umgebaut worden. Mhm. Da kommt ein Auto. Ja. Ja, sie explodieren. Ja, aber einer ist ausgestiegen. Der ist links runter. Auf. Ah, der hat sich ein neues Auto geholt. Also. Hm. Kann ich nur hochspringen oder auch nach vorne? Du kannst in der Luft, hinter uns. Nochmal so. Meinst du? Hi, Michel. Geil. Alles. Hast du vielleicht Raketenmunition? Nee, tatsächlich nicht. Warte. Was soll das Auto? Erstmal aufbinden. Kugelsichere Reifen. Kugelsichere Reifen, das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Doch praktisch. Ja. Sieht zwar scheiße aus, aber scheiß drauf. Oh, stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, rieche ich es auch. Riecht komisch, ne? Ja. Oh, hier sind Gegner in der Nähe. Meinst du? Ja, warte. Hier. Alter, bleib stehen. So. Aua. Boah. Ja. Siehst du, deswegen brauche ich eine gescheite Maus. Ich konnte mich nicht schnell genug umdrehen. Und das ist der Grund, warum ich diese Season schon hasse. Ja. Macht einen sehr unfairen Eindruck. Das ist auch. Ich brauche noch ein Level ab, dann kann ich mir noch einen geilen Emote holen. Ich glaube, jetzt spiele ich mal die wütenden Crew an. Jetzt hat man den Chinesen wütend gemacht. Oh, doch, Moritz. Doch, doch. Ich meine, ich bin nicht mehr so gut wie früher, aber der Aim im Moment ist 100% die Maus. So eine Standard-Microsoft-Maus. Guck mal da hin. Ach Gott, Alter. Ich habe auch eine 10-Euro-Maus und die reicht so eigentlich. Die hat bestimmt keine 10 Euro gekostet hier. Ich habe eigentlich jetzt die letzten 30 Jahre eine Gaming-Maus gehabt, ne, wo du auch Gewichte reinmachen kannst mit LEDs und Pipapo. Oder auf Knopfdruck dann die DPI einstellen kannst. Da ist man halt dran gewöhnt, ne? Und jetzt hast du so, also das ist eigentlich eine Laptop-Maus, ne?
die war bei einem Laptop dabei. Und die ist, ich habe nur kann eine gar von nichts. Hammer. Ja, die ist Habe ja ich da. auch aus dem Rewe gekauft. Für, Ja. weiß gar nicht, 7,99 oder so. Na, okay. Und das ist schon die zweite. Hat mich noch nie enttäuscht. Also die Gaming-Maus, die ich vorher hatte, die hat etwas über 20 Jahre gehalten. Also da war ich schon happy. Und das ist jetzt eine Microsoft Basic Optical Mouse V2.0 mit 400 dpi. 400. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist ja gar nichts. Jetzt bin ich wütend. Oh, ich wollte gerade einen Kuchen geben. Da. Moritz, war keine Logitech. Die liegt da hinten. Zertex oder so. Das ist eine Spinne als Logo. Die war echt cool. Auf eine Spinne haut man immer drauf. Ja. Jawohl, naja, also in der Wohnung hau ich nicht drauf. Da fange ich sie und schmeiße raus. Weil hier sind große Spinnen mit großen Flecken. Oh, ich könnte mal rausspringen, ne? Verdammt. Könnte man. Mein chinesischer Drache fliegt schon. Wieso habe ich eigentlich diesen Gleiter? Ich habe doch einen anderen ausgewählt. Oder soll das der sein? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe eigentlich hartes Tor ausgewählt. Das habe ich ja wieder den, wie immer. Das ist doch kein Gleiter. Das sah für mich aus wie ein Gleiter. Das war oder? Weg. Ach so. Die ich daheim schon auf nächste liegen Season. hatte übrigens eine gebrochene Taste. Habe ich beim Sauber. Ah, schade, Moritz. Schade. Was hast du? Ich freue mich schon auf nächste Season. Mit etwas Glück ist es eine alte Map. Oh, okay. Wie erfährt man sowas? Gibt es da so eine Art. Es sind Info? Theorien. Ach so. Verschwörungstheorien quasi. Aber es wird vermutet, dass nach dieser Season die Chapter 2 Map zurückkommt. Aha. Man munkelt. War die gut? Ob stimmt. Also, nach Chapter 1 war es die beste Map. Ah, okay. Und ich habe eine New Cola gefunden. Hehe. Nuka Cola. Jo. So, ich hab schon mal wieder die tollen Nitro-Handschuhe. Haha, umgeboxt. Während er auf mich geschossen hat. Hier ist übrigens eine Schrottflinte. Oh, Schrott ist gut. Klingt nach mir. Und hier ist auch noch eine frisch gezüchtete Nuka-Cola. Oh ja. Zum Verzehr geeignet. Mhm. Definitiv nicht mit Ödlandwasser bereinigt. Hehehe, zum Glück. Dann bräuchte ich noch Raid X. Und ein Stimpack vielleicht. Ich habe Fallout 4 gefühlt nie richtig gespielt. Ne? Also ich habe 3 und 4 habe ich gespielt. New Vegas hatte ich mal kurz angefangen. Nummer 4 habe ich angespielt. Ja. Das aber auch nur bis zu dieser ersten Stadt, diese gleich größere. Im Stadion? Ne, ne Stadion. Ja, also in der Stadt, im Stadion meine ich. Beim Vierer. Das ist, glaube ich, die erste, wo man hinkommt. Ja, wo man an der Tankstelle vorbeigeht dann. Ach Gott, das ist ja direkt über der Brücke. Direkt nach der Siedlung. Weil da habe ich nie gespielt. Das ist schade. Ich habe das damals vorbestellt. Beim Mediamarkt Online-Shop. Gemacht? Ja. Ja, das war krass. Sollte am Release-Tag da sein. Kam nicht. Da bin ich in den Mediamarkt gefahren und habe einen Terror gemacht. Da kam also erst mit so einer Verkäuferin, da kam dann noch die Chefin dazu, weil ich halt ein bisschen laut geworden bin. Und, ein bisschen? Ja, genau. Und, Aber ein bisschen. Dann habe ich die so lange belabert, bis sie mir das mitgegeben haben, in der Version, so eine Special Edition mit T-Shirt dabei und so ein Kram. Bis sie mir das mitgegeben haben und dann musste ich aber versprechen, dass wenn ich das vom Mediamarkt dann zugeschickt kriege, dass ich es auch wieder zurückschicke.
Ich sage, ja, sicher mache ich das. Habe ich dann meinem Arbeitskollegen verkauft. Ja, also wenn sie einen schon so kommen. Ja, ja, eben. Macht man doch am besten den besten Profit draus. Richtig, richtig. Fand ich eine Frechheit. So ist the business. Genau. Business as usual. Oh, ich habe hier die Armbrust. Brust klingt immer gut. Ja, schon bei mir ja zur Hälfte raus. So. Oh. Spielst du gerade an dir rum, oder? Was schnaufst du so? Nö. Schade. Man spielt sogar verschiedene Instrumente, ist doch geil. Oh ja, cool. Trommel passt du irgendwie auch voll. Jetzt? Das passt ja wirklich. Tja. Welcome to Chinatown. Vor allem finde ich die. Ich finde die Maske jetzt geil, ne? Wenn dann die Flügel nach offen stehen und so. Das sieht echt cool aus. Vor allem die Flügel sind eigentlich nicht Teil vom Set. Ach so, ist das dein Backpack? Ja. Haha, geil. Passt euch gut. Ich bin der neue Avatar. Ja. Beam. Mikrowelle, warte. Vor allem passiert noch was Lustiges, wenn man lang genug wartet. Oh, das ist ein Burrito. Der wird da wohl nicht Burrito. Wird da wohl nicht explodieren wegen der Alufolie. Nö. Wird nur ein bisschen krass. Aber siehst du, man kann auch bei Fortnite was lernen. Da wissen die Kinder, okay, Alufolie nicht in die Mikrowelle. Bitte nachmachen. Ja, genau. Oder am besten Süßigkeiten gleich. Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Und danke für dein Abo. Wir brauchen einen Toffel. Ja, genau, hast Bock mitzumachen? Komm rein. Guck mal, Zeus schmeißt schon mit Bonbons um sich, um dich anzulocken. Ui. Hula. Ist schön, ich wäre nichts los ist. Tö. So. Ja, krass. Ich bin arbeiten. Ja, genau. Ich bin in St. Peter-Ording. Ja, macht ja nichts. Laptop dabei. Internetcafé. Komm. Zumindest fast. Ah, okay. Around the corner quasi. Oh ja. Ah, ich höre es nicht. Schade. Ach, schade. Oh. Das gibt Kohle. Also ganz, ganz schön viel Kohle eingesammelt. Oh, geil. Hacke Peter. In Brunsbüttel. Brunsbüttel ist auch schick. Das gibt eine Kohle. Da wohnen Freunde von mir. So, wenn wir weiter, oder? Wir können auch ganz entspannt hier bleiben. Ja, wir können erwarten, bis wir die letzten beiden sind. Ja, habe ich auch irgendwie vor. Ja, ne, irgendwie. Da kann ich auch nochmal an der Maus rumspielen. Weil das war dann jetzt doch ein bisschen schnell. Ein bisschen Zucker drauf, dann ist es eine süße Maus. Ja, genau. Okay, mal 45, ich öffne das Portal zur Hölle. Oh, Portal. Portal of Doom. Ah, das sah aus wie der Würfel von Hellraiser. Wir müssen hier oben 140 Pegel ausbauen. Oh Gott. Wie lange habt ihr Zeit? Wie lange bist du da? Was ist das denn? Ein Stuhl. So ein Zahnarztstuhl? Der oder Tätowierstuhl? Komm, ich tätowier dich. Ich würde eher sagen Zahnarztstuhl. Ja. Schon. Okay, dann einmal A. Ja, muss aber echt gut. Ja, ja, genau. Eine Spiegelflexkamera. Oh, I love Bärchis. Hamburger. Ich habe noch mehr Schilder. Ich weiß aber nur, wo.
Bis Freitag, dann zurück in den Osten und am Abend wieder nach Bremen. Alter. Was ein Stress. Oh. Stressig. Wenn ich so gerade aufs Datum gucke, Toffel. Hat sich da was getan? Oh, ja. Ich habe deine WhatsApp auf ungelesen gemacht und hab's vergessen. Alter. So viel um die Ohren im Moment. Ist schlimm. Vergesslich. Ja, keine Zeit. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann bin ich froh, wenn ich mal sitzen kann, ne, und einfach mal entspannen kann. Und dann denke ich an gar nichts. Ich hab bestimmt 5 oder 6 Nachrichten von verschiedenen Leuten auf WhatsApp, wo ich noch antworten muss. Und E-Mail und Twitter. Schlimm. Ja. Hey, Michel, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ja, noch die Woche? Verlinken oder was? Ja, kam beim letzten Mal im Stream rein. Michel, so wie ich geschrieben, und dann Unterstrich. Hab schon rausgefunden, dass die Person einen YouTube-Kanal hat mit 585 Abonnenten und 14 Videos oder so. Also kein Bot. Da ist Böses im Busch. Mhm. Ja. Aber wenn man auf Twitch nach Michel suchst, da gibt es bestimmt 10 Stück, alles mit verschiedenen Schreibweisen, vorne noch was dran, hinten noch was dran. Boah, sind die Alerts so laut? Geschlossen. Oh, warte, muss ich schnell die Alerts mal ein bisschen leiser machen. Los. Hab eben schon gedacht, das ist ganz schön laut. Wo sind sie denn? Da sind sie. Einfach mir hinterher. Leiser. So, dann kümmern wir uns drum und dann ist wieder Ruhe und Frieden. Genau, dann können wir sie wieder an den Tisch setzen. Jo. Und gleich muss ich was trinken. Ich habe irgendwie Kraft. Oh ja, trinken nicht vergessen. Wichtig. Trinkwürde. Ist mein Spitzname ab sofort. Das ist nicht dein YouTube-Kanal? Oh, dann bin ich überrascht. Weil, @michel_ unterstrich. Dachte ich, der gehört dir. Oh, halt. Ah, verdammt. Nein, 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 bleib da oben. Ah! Ich dachte, ich habe dich nachher in der Hand. Das rutsche ich ja auch noch. Warte mal. Ganz schön rutschig, ne? Ja. Hm. Jo. Was? Hast du schon alles erledigt? Nee, einer ist hier noch irgendwo. Meinst du? Da, komm da. Jetzt ist es. Hab ihn. Ich hab ihn da, bada bing, bada bing. Oh, du sagst, hast mit einem Schuss getroffen und ich mit den anderen? Ja, du hast vorgetroffen, ich habe ihn mit meiner Armbrust gekillt. Du klaust mir die Statistik, du Gauner. Ja, und was bringt dir die Statistik? Meine Statistik ist schon hoch genug. Ja, eben, und meine bewegt sich nicht, weil du immer die letzten Schuss machst, wenn ich da was vorbereite. Ja, und wer den ersten Schuss macht, sitzt auch immer. Ich kann ja auch was anderes nehmen. Nee, brauchst du nicht. Quatsch. Stört mich gar nicht. Umso besser. Vielleicht verwechseln uns die Leute mal. Und du kriegst mehr Abonnenten auf YouTube. Ich krieg mehr Abonnenten auf YouTube. Ja, irgendwann ist Passt es doch. Das Michel-Duo. Dann haben wir 2 an der Backe. Michel und Michel. Da muss ich mit 2 Michels auskommen. Ja, genau. Vor allem muss gucken, dass beide was trinken. Trinkwärter. <Ja. lacht> Ich bin der Trinkbeauftragte. Genau. Ich glaube, Freitag trinke ich wieder ein Bier hier morgens. Obwohl, so. Nee, scheiße. Ja. Das ist scheiße. Nee, dann gerade dann. Nee. Macht so viel mehr Spaß. Das fällt sonst zu sehr auf. Reparaturbrenner. Ach, wart. Hier wird nicht gebrannt. Klingt wie eine Schlagertruppe aus den Alpen. Michel und Michel, ja genau. Wie die Wildecker Herzbuben. Wir sind The Michels. Und dann wird mal die Musikszene ordentlich aufgemischelt. Boah, da hinten wird ja schon wieder geschossen. Wo? Ah ja. Von wo wir gerade herkommen. Ja genau, ich sehe es gerade oben. Ich muss mal Ding aktivieren. Weißt du, was ich meine? Das, was du auch hast. War doch jemand. Hab's. Nee, ich hab's gemerkt.
Ich habe wieder alles vorbereitet. Jo. Gauner. Hast du jetzt geschossen? Ja, ja, das war ich, das war ich. Ich hab nur mal gucken müssen. Da will man nur seine Ruhe haben und schon passiert hier irgendwas. Ja, ja. Es könnte auch Seed sein, die Melodie. Wieso kommt da keiner? Wo sind die alle? Ich will euch töten. Und da, das ist die Geschichte. Da sehe ich ein bisschen besser. Nachladen. Diese Musik spielen hier. Null. Oh, verdammt. Na, die werden jede Season so gesetzt. Oh. Erstmal Rasputin, dann hier oben. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian Queen. Kurz mal hier hinstellen und was trinken. Aha. Achso, im Real Life was trinken. Ich dachte schon, was trinkt der denn da? Erdloch gegraben. Kann sich auch bücken, ne? Oh. Ah, also C ist bauen anscheinend. Steuerung. Ich kenne mich hier nicht aus in diesem Internet. Das Internet ist das Neuland. Ja, ich weiß ja nicht, ob sich das durchsetzen wird. Vielleicht mal ein bisschen abschauen, ja. Abschotten oder Abstand? Vielleicht beides. Ja. Komm mal runter und spring nicht so hoch. Na, da springe ich aber nicht runter. Da so rutsche ich lieber. Weg. Oh, noch eine Nuka-Cola. Nuka-Cola. Ich habe schon so viel Nuka-Cola, dass ich fast eine Nuke zünden kann hier. Nee. Oh, oh, oh. Vorsicht. Vorsicht, hier. Boah, hör auf zu rutschen jetzt. Das ist wohl ein bisschen rutschig, wa? Ja. Da hinten sind Gegner. Jetzt muss ich aber hier mal schnell raus. Ja, bitte schnell. Verdammt. Das sind nämlich Enemies. Enemy mine. Oh, komm, lauf, 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 Forest, lauf. So. Boah, knapp. Wie lange verläuft Forest denn schon überhaupt? So. Forest läuft doch auch schon über Jahrzehnte, oder nicht? Wer läuft über Jahrzehnte? Na, Forest. Forest Gump. Ja. Oh, ewig, ewig. Hier unten habe ich die Blu-ray stehen. Ist ja auch geil, ne? So ein cooler Film. Ich würde da nicht so an der Kante stehen, da unten sind welche. Ja, ja. Ich töte. Oh. Also, zumindest versuche ich's. Von irgendwo. Ja, irgendwas ballert hier. Ja. Aber gewaltig. Runter. Da kommt ein Auto da hinten. Komm her zu mir. I'm coming. Weil über mir ist einer. Über dir ist einer. Das ist auf nicht gut. Ah ja, okay. Ich sehe ihn. Ich geh mal ein bisschen ab. Ich versuch's. Warte, kommt hier auf die rechte Seite. Oh, ich höre das Auto kommen. Komm mal hier hoch. Jumpen. Jawohl. Oh, da. Also ich habe ihn ein bisschen getroffen, aber ich muss mir erstmal eine Nuka-Cola zünden. Alter, wie der sich bewegt. Sag mal. Ich bin gleich wieder ready. Ja, ja, alles gut. Ich lade noch schnell meine Armbrust noch. Ist er runtergesprungen oder wo ist er? Ja, der ist hier, da. Da kommen auch welche mit dem Auto oder kamen. Ich weiß nicht, ob die uns gleich von hinten angreifen. Ich gehe mal gucken. Nichts zu sehen.
sieht gut aus. Und da? Ah, sehe ich nicht. Ah, jetzt sehe ich ihn. Alter. Kann der mal stehen bleiben? So, irgendwo schießt wieder jemand. Unter uns. Ja, oben aber auch, ne? Okay. Ich guck, was ich da oben reißen kann. Ja, der da oben schneipert uns. Wo denn? Markier mal. Vielleicht kann ich schon... hier im Haus. Jedenfalls ein paar. Im Haus, okay. Gehen wir mal vorsichtig uns rantasten. Die schön sneaken. Okay. Die rennen jetzt da weiter. Okay. Oh, ich höre was. Oh. Ich sehe noch nichts. Oh, auf dem Dach. Hey, Maverick. Einen wunderschönen guten Abend. Er ist wieder da. Also, ich hab's mal auf der PS5 probiert und da bin ich gar nicht mal so scheiße. Ja, ich sag ja, ne? Irgendwie ist da eine geile Controller-Unterstützung dabei. Ist ziemlich cool. Nö, nicht Controller-Unterstützung, aber mit dem Auto rumzuheizen. Achso. Und ich habe beim letzten hab ich auf den geschossen und gleich gewonnen. Okay, okay. Und den anderen hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Also und mit dem Auto bin ich ja auch schon nur rumgeheizt und hab so die Leute kaputt gemacht. mit der Stachelstoßstange. Ja. Ja, das ist gerade unsere erste Runde hier. Ich habe schon mit einem Arbeitskollegen ihre Runden gemacht. Ja, ja. Ja, wir wollten eigentlich auch am Samstag schon zocken, aber hat da nicht funktioniert. Sonntag ging auch nicht. Ja, machen wir heute mal ein bisschen. Ich lese schon mit. Oh ja, klar, siehst du. Dann weißt du Bescheid. Wie heißt so schön, wer lesen kann, ist entschieden im Vorteil. Ja, genau, ist klar im Vorteil. Oh, Achtung. Hinter dir. Oh. Ja, komm. Wow. Ich hasse diese Season. Aber wenigstens Zweiter. Ja, das ist nicht gut genug. Der Zweite ist der erste Verlierer. Ich merke schon, Zeus hat da richtig Freude. Ja, das ist... Also das ist meiner Meinung nach die schlechteste Season, die es jemals gab. Meiner Meinung nach war es die letzte Season, die beschissenste. Da haben wir nur einmal gezockt. In der Star Wars Season. Ja, Star Wars habt ihr viel zu viel verpasst. Ein bisschen zu viel. Wie oft kommen denn oder wechseln denn die Seasons? Ist es alle 4 Wochen oder was? Na, Star Wars war jetzt wegen Star Wars Tag. Ja, ja, 4. Mai. Oh. Aber ansonsten, wie ist das so normalerweise? Wie lange geht die denn? Also die geht bis zum 16. August jetzt. Steht jedenfalls dran. Oh, doch so lange, ja. Aber das ändert sich auch manchmal. Ja, okay. Also ja, gut, die letzte Season war auch Ewigkeiten gegangen. Okay, okay. Ja, keine Ahnung, ich dachte, es wechselt sich vielleicht jeden Monat oder so oder irgendwie sowas. Das hättest du doch schon längst gemerkt. Nicht unbedingt, ne. Kennst du aber meinen psychischen Zustand. Ich bin froh, wenn ich die Haustür finde morgens. Da ist wohl eine Schraube, Logge.
Danke, Michel, danke. Das Kompliment gebe ich gern zurück. Unbekannterweise. Also ja, wir sind eigentlich ein ganz lustiger Trupp. Ja, genau, jetzt gibt es zwei von der Sorte. Ja, macht euch auf was gefasst. Jetzt hier auch noch mitmacht. Das wird zwei wie ist hier. Der Namensvetter, Michel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. War beim letzten Stream mal da und heute abonniert. Okay. Also das wie ist der Muflo, der da ist? Das ist auch ein Arbeitskollege, ein Azubi von uns. Natürlich. Okay. So einer wie du, Zeus. Der Muflo ist ein Azubi. Genau. Moritz heißt er. Ich dachte, das wäre Kleinkörpus, der Muflo. Ja, wie heißt der denn noch, dem sein Name? Das ist irgend so ein Standardname, ne? Was? Der, von Kleinkottbus, der Account. Das ist irgend so ein Standardname. Oh, ein weiblicher Michel, höre ich gerade. Haha. Ist ja interessant. Also jetzt haben wir nicht nur zwei also Michels, sondern auch zwei Michel, Geschlechter. Also Frau Michel. Ja, genau, ist ja geil. Also das fehlt jetzt auch noch. Also zwei Michels okay, Fortnite zu spielen, aber drei werden zu viel. Ja, ja. Aber ich glaube, das wäre auch lustig. Dann rufst du Michel und dann schauen drei. Ja, ja, genau. Drei kommen zurückgerannt. Ja. Was denn? Ja, zwei Michel, männliche und eine weibliche. Und nachher hast du alle drei da. Ja, genau. Frau Michel kommt auch noch. Das ist schon geil. Stell dir mal vor, da wird sich eine Beziehung entwickeln. Ach. Und wir kriegen ein Kind und das nennen wir auch Michel. Und oh. alle drei Kinder nennen wir Michel. Wir sind und die Michels. Und dann kommt irgendwann Kreativmodus mit. Ja. Die Hälfte an Michels. Genau, genau. Michelmania. Von und zu, auf und da fahren Michels. Ja. Michelmania. Die Pupsburger Augenkiste. Oh je, so viele Michels. Ja, also schon zwei sind problematisch, aber drei sind viel. Ja, ja. Obwohl es auch mal ein Stream lustig wäre. Aber garantiert, ja. Also einer das ist stimmt. Schon genug, da brauchen wir nicht noch mehr Michels. Tja. Ich vielleicht. Glaube, drei Michels wäre ich überfordert. Vielleicht habe ich auch eine gespaltene Persönlichkeit und schreibe selber im Chat. Wer weiß. Mia, einen wunderschönen ja, guten Abend. Du meinst, du wärst dann Gollum 2.0. Ja, oder Simon Unge 2.0 mit Lurk Girlie. Alter, habt ihr das mitgekriegt, was der da treibt? Nö. Oh, also ungeklickt meine ich, ne? Den kennt ihr bestimmt. Ungespielt. Und auch ungespielt, genau. Unges. Unges. Was der da abzieht gerade, ist unglaublich. Ne? Postet was auf Twitter und dann mit seinem zweiten Account, Lurk Girlie, kommentiert er dann die Tweets und gibt ihm dann oder gibt sich selbst dann recht. Das ist so krank, Alter. So bescheuert. Früher? Gerne du machst dann wie Gollum einfach, dass du nicht Gollum sagst, sondern Michel. Genau. Michel. Sie mögen uns nicht. Also ich mache hier schon ärztliche Hilfe. Wie geht's, mein Schatz? Mein Eigen. Ja, genau so morgens am Frühstückstisch dann. Hallo, mein Schatz. Wie geht es uns? Oh, mein Schatz. Ja, uns geht's soweit gut, Mia. Und dir? Oh, ich höre ein Vehikel. Oh, da fährt jemand Streifen. Ich bin das. Nee. Das ist ein Bus. Also ich bin hier mit der Karre. Jetzt auch noch ein Bus. Ich brauche erst eine Waffe. Schnell, gib mir irgendwas. Ich bin mit der Karre da. Dir auch, das ist gut, Mia. Das ist gut. Das ist schön. Hast gesehen, Michel 2 ist wieder da. What? Ich brauche hier Hilfe mit dem Bus. Ja, ich will den Bus fahren mit euch. Ich werde hier gerade angegriffen. Wir brauchen einen Reparatur. Nicht Skifahren, sondern Busfahren. Da, also wenn ihr,
Also wir bräuchten hier einen Reparaturkasten. Einen Reparaturbrenner? Ja. Habe ich vorhin irgendwo eingesehen. Weil dann können wir den Bus reparieren und dann können wir damit fahren. Ah. Und der Dingel hat gute Bewaffnung. Bewaffnung klingt gut. Ich bin auch bewaffnet. Was? Ja, ich bin auch bewaffnet. Alter, ist das eine lange Karre, Alter. Ja, 10 Cent für jedes Mal, wo ich das gehört habe. Zeus, der klaut deinen Bus. Ja, ich will nur mal die Karre wenden. Oh, gleich ist er kaputt. Was sind das für blaue... Die Karre auch nicht kaputt. Was sind das für blaue Dinge, die da manchmal auf dem Boden liegen? Nächste Haltestelle, Münchhofstraße. Also die Musik? Na, ich höre keine Musik. Der Bus spielt richtig geile Musik. So. Der Bus hat keine Bremsen. Der Bus hat keine Bremsen. Ich tanze zur Musik. Oh, oh. Oh. Das wackelt. Komm. Oh, hier. Ja. Da. Wir haben Granatenwerfer. Ja, damit werfe ich. Abi. Nee, das ist einer im Wasser. Ich jawohl. Ich wie so eine alte erledigt. Artillerie. Piu. Wo genau? Da? Artilleriefeuer. Auch, ne? Nee, das sind Fische. Wer schießt denn da? Wir fahren weiter. Irgendwo? Ah, da. Da drüben. Da, ah. So, früher haben wir markiert, wenn wir jemanden gefunden haben. Also wir brauchen dringend eine Reparatur, dann halt los, fahren wir weg. Das schädigt nur unnötig den Fuß. Ja, fahr ruhig, wir können ja auch beim Fahren schießen. Puh. Wir sind so eine alte Artillerieständung von 1600. Ja. Hey, da sind die Bots, die eigentlich auf den Bus aufpassen sollen. Ah. Wir haben wohl keinen Bock mehr. Haben sie so gedacht? Auch. Nö, die schießen mir zu viel. Sollte man den Bus reparieren lassen. Wackel, wackel. Weil ich würde sagen, der TÜV sagt nein. Ja, kommt drauf an. Wenn noch ein Huni dazu legst, dann mach das vielleicht. Oh nein, oh nein. Nein. Oh, können wir den wieder umdrehen? Jetzt. Oh, jetzt, ja. Cool. Oh. Ey, wird schon wieder rausgeflogen. Irgendwo wird geschossen. Ich höre das. Schön, was ist, hörst du? Ja. Nur sehe ich nichts. Da. Ist was. Ja, jetzt muss ich den Bus vorlaufen abfliegen. Ey, nicht auf die Tankstelle schießen. Nein, nein. War ein Versehen. Nasenschwere. Rausgeflogen. Ist wieder so weit. Was ist. Ach so, das vorhin ist ein Geysir. Ist eine Weile gut. Ja. Vorhin? Vorhin ist nicht jetzt. Muss in die Zukunft blicken. Ich starte zur Sicherheit mal mein. PlayStation. Ja, genau. Ja, mit Controller schmilzt sich dann doch ein bisschen besser in Nullbar. Also ich fand das nicht schlechter auf der Xbox mit dem Controller. Ist auch besser für Nullbauen. Ja? Also mit also Autofahren kann ich einigermaßen mit Controller. Oh, hier. Aha. Wo? Angefahren. Hinter uns. Oh. Autofahren kann ich fast besser mit Controller. Ja. Also die Schrumpflinte hat sich kaum verschlechtert. Oh, da hinten kommt noch ein Bus. Das Dumme ist, ich habe einfach kein Headset für meinen Controller. Ah, das ist blöd. Für das fehlt mir die Knete. Ja. Ja, und das Headset, was du am PC benutzt, kannst du das nicht anschließen? Das ist kein Headset, das ist ein
ist ich kontrolliere den Bus. Kopfhörer. Ist nur ein Bluetooth-Kopfhörer, was ich da verwende. Ach so, okay. Boah. Und ich rede durch das Shure SM7B. Ja, ja. Das weiß ich ja mit dem Mikro. Oh, Hilfe, Leute. Der will mich töten. Mad Max will mich töten. Mad Max hat mich getötet. Ah, mein, Mad Max hat uns getötet, mein Schatz. Genau. Also, wenn es in Sachen Kampfschrotflinte geht, macht mir keiner was vor. Der, genau. Räche mich. Räche meinen Tod. Wie heißt du? Bist du... Räche mich, mein Schatz. Nein. Ich hasse diese neuen Autos. Ja. Ich brauch den Panzer. Ich brauch den Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Warum kann ich meinen Kungstiger nicht mit hier reinnehmen? Dein was? Mein Kungstiger. Von War Thunder. Die neue Errungenschaft. Willst du nicht gleich den Leo nehmen? Ein Kungstiger ist schon schwer und hat eine gute Achterwaffe. Einfach ein schwedischer Tiger 2. Das ist doch wieder so laut. Also das Ding geht mir ein bisschen auf die Nüsse, ne? Auf die Erdnüsse? Ja, auch auf die, ja. Aber vor allem auf die Kokosnüsse. Prall gefüllt. Die Grüße habe ich wieder Kopfkino. So, jetzt habe ich mal meinen neuen Mode ausgerüstet. Ja, aber der Delperoon. Delperu 9mm ist ganz schön stolz auf sein Auto, ne? Sieht aber auch geil aus. Seine Schrottkiste? Ja, finde ich schon schön. Das ist ein Boss-Auto. Was für ein Auto? Ein Boss-Auto. Ah, okay. Ein Auto von einem Boss. Deswegen okay. Auch die Fahne hinten dran. Ah. Ja, aber sieht geil aus. Die Fahne. Fällt mir schon. Also. Was, du hast eine Fahne? Er schwingt die Fahne. Er schwingt sein Ding. Schwingt euer Ding. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Nur eigentlich nur schwingt richtig. Sein Ding. Also Michel wird den Emote feiern, wenn ich jetzt aufs Größe habe. Ein was? Den Emote. Oh, so als würde ich mal in die Lobby kommen. Nö. Nö. Ah, jetzt tut sich was. Deswegen. So, nochmal was trinken. Oh ja. Mal was trinken, das ist gut. Irgendwie ist Trinkwärter nicht im Chat. Trinkwärter spielt ja auch gerade Fortnite. Ja, ja. Mit einem Davis P. Missions. Ja, genau. Wer weiß, wann der weibliche Mischel auftaucht. Mit den Michels. Ja, warte hier. Oh. Und jetzt. Auch nicht schlecht. Ja, geil, ne? Ja. So, das ist das neueste Emote, was ich habe hier. Ah, hast auch den Zahnarztstuhl? Also das soll so ein Sturmmotor sein oder sowas. Ja, mit einem V8. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es ein Zahnarztstuhl ist. Solange es kein Gynäkologenstuhl ist, was? Och, das wäre auch nicht schlecht. Also können für Frau Michel wäre es nicht schlecht. Jetzt können wir Tomb Raider spielen. Ja, da dauert noch ein bisschen, bis sie auftaucht. Und hey, beleidige meine Zuschauer nicht. Nicht schon wieder. Och. Sind ja nicht meine. Nee, hier. Henry. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen wie ein Hart im Zelt. Ja. Ich höre schon. Ja. Ah, die Siegesmusik, meinst du? Genau, ja.
Ich sollte vielleicht mal spielen, dann gewinnen wir vielleicht auch mal. Richtig. Ich höre sie schon im Hinterkopf. Ja, dann versammeln wir uns mal dann Spieße. Ich komme zu dir gefliegt. Machen wir einen kleinen Stuhlkreis. Ein Stuhlkreis. So klein. Ja. Und ich habe zweimal aber zwischen Spritzen. Oh, verstehe. Die Stuhl ist scheiße. mit Stuhlspritzen, meinst du? Das ist wirklich scheiße. Bitte nicht herausfordern, das könnte ein bisschen tödlich enden. Ich kenne den Tiger ja kaum. Das ist der von Frosties. Wenn ein Furz Gewicht hat, ist scheiße. Der ist nochmal eine Season davor. Weil ich werde mich gleich mit dem boxen. Oh, habt ihr noch was auszutragen, ihr zwei? Ja. Das war der, wo wir immer landen, bei dem Tresor da hinten, die Villa. Ah, okay. Hier, komm mal her. Bisschen rumspritzen. Versammlung. Warte, ich habe auch was zum Spritzen. Rumspritzen, das kann. Das, ja, komm her. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Jetzt habe ich auch gedrückt. Das ist ja geil. Ich heb's mal noch auf. Jetzt werden wir beide gespritzt. Ja. Und das ohne Keks in der Mitte. Das Auto kann man schon nicht mehr reden, was? So, ich gebe mich mal boxen. Mit dem Tiger hier vorne. Machen weg. Es gibt nur einen Tiger und das ist der Kungstiger. auf dieser Map nehmen. Ist nicht genug Platz für uns beide. Hier gibt's nur einen Kungstiger. Genau. Duell gestartet. Ja, weil der hat eine schöne Schrotflinte, die ich haben will. Ah, okay. Ja, ich habe noch keine gescheißen Waffen. Eine Schrotflinte. Ja, der hat eine mythische Schrotflinte, wenn man ihn killt. Ich hatte schon gesehen, dass er eine Schrotflinte hat. Ja, schön mit Schrot beladen. Muni. Fehlt nur noch eine gescheite Waffe. Muni? Eine Munis. Oh, eine Bärenfabrik. Was ist denn hier los? Oh, aus den Bären werden Tennisbälle gemacht. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ja voll assi. Die armen Bären. Die gehen auf ein Fließband, so eine Maschine rein, kommen auf der anderen Seite als Tennisbälle raus. Aber die Frage ist was für Bären? Erdbeeren, Himbeeren. Brombeeren. Kaktusbeeren. Hubschraubbeeren. Stachelbeeren. Die Marihuana-Beere. Mary Jane. Das Balsam für die Seele. Quasi. Ich öffne mal die Luftkiste, die einer von euch gerufen hat. Luftkiste? Das war ich nicht. Ja. Ja, und ich habe eine Schrotflinte, wer haben will. Eine elektrische. Oh, willst du nicht? Ich habe meine mythische von dem T-Shirt. Ah, so. Komm, ich hopp. Warte. Gleich. Hab hier gerade so ein paar Sachen gefunden. Was haben wir hier noch? Ah ja, okay. I'm coming home. Wieso wusste ich, dass Zeus mit dem kommt? Oh, wieso kann ich nicht an die Kanone? Ich hätte auch noch eine Erbsenbeere. Weil Erbsen. Du mit dem Granatenwerfer noch schießen kannst. Ja, würde ich ja gern, aber ich kann nicht. Der lehnt sich aus dem Fenster. Ah, weil ich nicht vorne eingestiegen bin. Wahrscheinlich. Ah. Ja, du bist die billigen Plätze kriegen ja auch keinen MG. Ja, warte, ich bin hier. Grabschändung. Michel, schnapp die. Oh, beautiful. Piu. Okay. Driving home. Oh. Irgendwie wären wir so eine Migan-Biber auf dem Tag.
Sobald ich eine finde, kann ich ja die drauf ballern. Ich meinte aber eine, die es leider nicht im Spiel gibt, leider. Ich wollte eine AC-Minigun drauf haben. Ich wollte einen Gatling-Gun. Tja. Ein Rocket Launcher. Den Rasenmäher. Okay, da gehen wir mal. Ein Hoch und ein Busfahrer. Ja. Busfahrer. Oh ja. Ja, zack. Oh, ich kann nicht schießen, der Granatwerfer ist im Weg. Jetzt. Ja, wie viel Leben hat er? Ja, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf. Wehrt sich gar nicht. Warum kann ich nicht mehr schießen? Kann das jetzt nicht tun, steht da. Ja. Weil ich den Granatwerfer habe. Nee, ich schieße mit meiner Knarre die ganze Zeit. Ich komme ja nicht ran an den Granatwerfer. Oh. Ja, weil ich hinten sitze. Weil ich der hochexplosive Typ gerade bin. Ah. Komm hier. Regeln wir das so. Der wohl hat. Alter, warum schießen wir so bescheuert? Die, Motherfucker, die. Oh, was haben wir denn da? Fall zu. Wer haben wir? Was auch immer das ist. Ja. Warte mal. Das Amulett. Das ist. Aha, das ist. Steck mal ein. Ich bin drin. Ey, nimm die Schrotflinte mit. Das wird wohl. So. Keine hey, Chance. Ist nur ein kleiner Landschaden. Ich hätte sie ja genommen, aber dann waren wir schon weg. Ah, egal. Das ist nicht mein Problem, ich habe meine. Ja, ich bin eigentlich auch gut bestückt. Und im Spiel auch. Ja, mit einer schlechteren Schrotflinte als die gut bestückt. ich will jetzt nicht wissen, wo. Ich bin in der Artillerie. RT. Hey, vielleicht mal ein bisschen näher ranfahren, weil ich check so langsam keinen Schusswinkel mehr. Oh, warum schießt er manchmal nicht? Ich raff's nicht. Das ist echt nicht gut. Ab. Und ich steige hier mal aus. Was haben wir da alles? Ein Fisch, noch ein Fisch. Tolle ist, ich habe die mythischen Fäuste. Mhm. Ich hab die neuen Episch. Ja, die haben einen mehr. Ja, oh. Maeve, du fährst wieder. Ich bin der Raketenwerfer-Typ. Ich wollte gerade sagen, Michel bei Fuß. Ja, und stell dir das mal vor mit drei Mädels. Ja, genau. Dann kommen alle drei auf einmal. Sache, da müsste man ein Projekt machen, Michel Mania. Ja. Michelshausen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Frau, die Michel als Spitznamen hat. Ja. Dann heißt es die Michaela. Die Michelela. Ja. Kann sein, entweder Michaela oder Michelle. Man weiß es nicht. Man munkelt es nur. Chantal wohl gleich, ne? Chantal. Gertrud. Oh, was heißt denn da hinten? Ach, da drüben, das sieht ja geil drüben aus. Ja, das, hier gibt's auch einen Boss. Ja, das ist doch Tina Turner aus dem Mad Max Film. The Dome hieß das Ding, ne? Tasteland.
Tiny Tina's Wonderland. Das sieht aber cool aus da drin. Ist ja auch eine Arena. Ich würde das machen oder nicht? Nee, oder? Der wird gerade gemacht. Oh. Lass uns einmischen. Einmischen klingt gut. So wie ein Mischel einmischeln. Genau, einmischeln. Mischel Impossible. Ich habe ihn gemischelt. Oh, bin ich fast runtergefallen. Und ich fahre ein bisschen rum, sonst haben wir rein den. Richtig, halt mal, halt mal die Stellung. Den, lass den Fluchtwagen laufen. Die Stellung, welche Stellung? Oh, da kommt jemand. Nicht so cooles. Weg hier. Ja, ich muss erstmal hier. Mich hat's ganz schön erwischt. Ich frage jetzt nicht genau, welche Stellung. Die. Geflüchtet. So ein Feigling. Die missionare Stellung, was? Oh, das war knapp. Da. Wir haben einen Feind hier drin. Ja. Einer. Ich sehe ein paar. Oh. Alter, was ist denn hier los? Ich Maverick, nein! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich wurde überfahren. Also ich kann dich ja nicht töten. Nee, nee, du warst es nicht. Das war die G-Klasse. Die G-Klasse. Ja, genau. Ja, G. Ach, ich habe eine Schlosskarte. Die G-Weg-Klasse. Danke, dass du mich hier zurücklässt, ne? Ich glaube, der will mich nur beleben. Ich will hier nur den Feind loswerden. Ich hab. Und mit mir bist du noch da? Was hast du getrieben die ganze Woche? Scheiße. Lang nicht mehr gesehen. Mich kannst du gleich auch holen, Zeus. Ja, ich muss erstmal alles nachladen, ansonsten bin ich am Arsch. Am Arsch. Jawohl. Schlamm catchen. Ja, Herr. Schlamm catchen, Herr. Ja, komm her. Dann kümmern wir uns erstmal um die Gegner. Ja! Alter, diese Season regt nur auf, Alter. Ja, die ist anders. Chantal, heil leise. Chantal, ich hoffe, Fortnite kriegt ein Virus ab und wird für immer gelöscht. Und dann klagen alle sich ihr Geld zurück. Genau. Genau so hoffe ich. Das ist dann das Comeback von Overwatch 2. Obwohl der vom ersten Teil, der zweite, ist komplett scheiße. Ja, deswegen ja. Der erste läuft ja noch, zweite ist ja Schrott. Also jetzt brauche ich irgendwie ein anderes Kind, der mich nicht so aufregt. Also ich muss sagen, das Ambiente hier und die Musik finde ich schon geil. Die aber Musik, ja, der Rest, nein. Ja, doch, auch so diese Arena ist cool gemacht. Aber trotzdem, irgendwie. Ja, das Problem ist, da kannst du nicht hinlanden. Okay. Noch besser wäre, wenn da drin Death Metal laufen würde. Das wäre auch cool, ja. Suffocation oder so. Ach cool, wenn Cannibal Corpse laufen würde. Ja, genau. So, eine Runde noch, dann ist die Runde muss ich enden. Ja, ich finde das krass, ach, dass du Berufsschule hast. Ja. Habt ihr gar keinen Feiertag morgen, oder wie ist das? Komischer. Beruf
Schule. Also ich muss ja morgen nicht arbeiten. Nö, ich auch nicht. Ich könnte mich mit. Ich kann mit dir mich dumm und dämlich zocken. Ja, siehst du. Da können wir noch also, ein paar Runden machen. Also ich kann mit dir zocken, bis mir die Augen ausfallen. Also ab halb drei wäre ich auch zur Verfügung.